Guten Tag, Leute, hier spricht euer Peter. Heute könnten wir um den Titel gewinnen fast. Müssen fast den Titel heute gewinnen, glaube ich, Leute. Wenn wir essen. Ich glaube, heute müssen wir den Titel auch gewinnen. Wenn ich mich nicht irre, müssen, wie gesagt, Leute, wenn wir heute gewinnen, könnte man Meister werden. Aber ich sehe. Nur ein paar Spieler, kriegen heute eine kleine Pause, würde ich sagen, Leute. Weil ein paar Spieler sind wirklich müde. Dass ein paar Spieler mal eine kleine Pause kriegen heute. So würde ich sagen, dass heute ein paar Spieler eine Pause kriegen. Heute, weil wir wissen, das Spiel in Madrid war hart. Und ich war. Es war ein hartes Spiel heute gegen Madrid, Leute. Das Spiel gegen Madrid. Muss man so sagen. Das Spiel war nicht einfach heute. Das Spiel war nicht einfach, aber wir haben es gewonnen. Und heute könnte man wirklich um den Titel, glaube ich, schon gewinnen. Vier Spieltage vor Ende. Heute könnte man die Meisterschaft, glaube ich, holen, wenn ich mich nicht. Heute oder nächste Woche könnte man den Titel holen. Nächste Woche. Könnten wir den Titel gewinnen? Leider seit FIFA 21 nicht mehr im eigenen Stadion. Leider. Finde ich richtig schade, dass das Stadion nicht mehr da ist. Mit den Lizenzen und so. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Alter, er spielt nicht viel, Leute, aber hat die meisten Torvorlagen in der Bundesliga. Lucas Hernandez, die Nummer 19, Alfonso Davis. So, und jetzt wird's wichtig. Joshua Kimmich, die Nummer 7, ja, ruhig und langsam sachlich spiele. Und es geht heute um. Heute könnten wir den Titel holen, Leute, wenn wir gut spielen. Heute könnten wir den Titel holen, Leute. Heute könnten wir den Titel holen. Heute könnten wir den Titel holen. Heute könnten wir, wenn es gut läuft, den Titel holen, Leute. Wenn es so läuft wie gegen Union, holen wir uns heute den Titel, Leute. Und dann sind es noch zwei Titel, die wir noch holen wollen. Und heute ist es nur eins, wo ich die Spinne.
Was man so spürt, dass man in einer Liga nicht die Dinger sich angucken kann, ne? Die andere Spielerstatistik. Oder die Spielerstatistik von unseren ausgeliehenen Spielern. Ich finde nicht das Problem, Leute. Das wäre man so echt praktisch, wenn wir so hätten. Es wäre so praktisch, Leute. Wenn es so wäre, aber werden sehen. Was noch die. Ne? Na, weil im Sommer kommt ja unser Friedrich zurück. Da bin ich. Ich bin fast am Überlegen, ob ich ihn dann nicht behalte. Im Team. Werden wir sehen, wie es dann läuft. Es kann sein, dass ein. Mertu werden ihn auf die Leihliste setzen, das werde ich sagen machen, bleibt auf der Leihliste. Auf der Leihliste tun wir ihn machen, Leute. Wenn es ein guter Verein ist, ich sag Siemens, den haben wir jetzt ja nach Basel für 2 Jahre getan. Es könnte passieren, dass wir heute deutscher Meister werden lang. Es könnte passieren, Wir werden sehen, wie man die nach der 90. Minute passiert. Na, wer ist wohl der erste Team? Weil wir wollen ja richtig Geld jetzt noch farmen, Leute. Wir wollen jetzt richtig für die neue Saison wollen wir richtig viel Geld am besten uns holen. Dass man unser Team kommt. Mal richtig upgraden können. Nein. Na, dass wir unser Team und Bild abgehen und wir halt ein paar Spieler mal endlich mal ausleihen. Die wir eigentlich ausleihen wollen. So ist es auch, das Spiel. Dass die wir mal ausleihen, auch mal ausgeliehen werden. Das ist ja das. Dass die ausgeliehen werden, die wir ausleihen wollen. Weil in eigen, so man kann es eigentlich sagen, Leute. Bayern Meister werden wir wahrscheinlich. Wann ist die Frage? Okay, ja, wenn Dortmund wird's natürlich. Alter, man, ist heute das 50. Spiel, Leute. Für den FC Bayern, Neumann. Wir spielen schon das 50. Spiel, Leute, bei Bayern München. Alter Menschen, 50 Spiele auf dem Konto, alles schön.
schon viel, was man da gemacht hat. Die 50 Mann. Ja, das sind gut. Und jetzt das Spiel gegen Schalke wäre eh wahrscheinlich ruhiger. Weil nur ist ja, wir müssen ja aufpassen, Leute. Weil danach ist ja gleich das DFB-Pokalspiel, Leute. Ohne der Woche, Leute. Und da geht's auch gleich dann rund. Da geht's dann auch wieder rund. Glasland Hundela tut seine Karriere nach dieser Saison beenden. Einfach war immer ruhig. Und beim Dortmund spielt immer weiter. Leute. Dortmund kämpft, um noch an Bayern dran zu bleiben, Leute. Zurzeit holen die Dortmunder 2 Punkte auf. Ja, Dortmund holen 2 Punkte jetzt auf. Gute Schuss, aber nicht gut gut gehalten. So, noch eine Halbzeit, Leute. Und dann ist diese Woche auch schon wieder abgeschlossen, Leute. Oh Mann. Dortmund führt. Ja. Und danach geht's gegen Hoffenheim im DFB-Pokal, Leute. Dann können wir unser das Double könnten wir nächste Dienstag noch nicht klar machen. Aber safe, dass man safen. Dass man eine Chance hat, das Double zu holen, Leute. So können wir es sagen, Leute. Aber wir wollen jetzt nicht mehr so. Wir wissen das Spiel. Wenn wir es halt nur Unterschiede spielen, ist es auch in Ordnung. Weil so ist nicht. Weil das Ding. Wenn wir die Spiele nicht jetzt zum Ende alle verlieren. Wenn wir die Spiele bis zum Ende alle verlieren, werden wir in der Saison noch Meister werden, wenn wir die Spiele nicht verlieren.
Ja, weil sie unterschiedliche durchstehen. Ja. Weil jetzt geht da ein bisschen um eins, um Kräfte einzusparen, Leute. Wir müssen damit auf die Kräfte achten, Leute. Das ist einer, wir müssen auch ein bisschen auf die Kräfte achten, Leute. Okay, Hertha kämpft richtig um den Abstieg diese Saison. Und Lukas Podolski macht ein Tor, Leute. Macht sein Tor, Leute. Jetzt. Yes. Bayern führt. Und somit könnte es doch noch klappen mit der Meisterschaft heute. Vielleicht, wenn man weiß es halt nicht. Man weiß es noch nicht leider. Sein erstes Tor wieder mal und steil das hier zurückkommen. So, und jetzt sieht's schon, jetzt könnte es die Meisterschaft sein, Leute. Könnte es sein, wenn man. Ja, weil dann sind es nur noch drei Spiele, Leute. Nur drei Spiele, 9 Punkte. Und wir sind jetzt bei 12 Punkten. Das heißt, Dortmund muss hoffen, dass Schalke beide gewinnt, weil sonst ist das erste, der erste von drei Titeln fliegt. Der erste von den drei Titeln. Safe. Und Bielefeld kommt Bielefeld kommt zurück. Die Dortmunder brauchen einen Sieg heute. Sonst wird es wahrscheinlich eh rausfliegen, die man will. Ist die Meisterschaft entschieden, Leute. Und Bayern macht es jetzt ruhig. Sie wissen, die Meisterschaft ist in greifbarer Nähe. Die Puck. Und somit ist auch noch mehr Geld. Am besten wären 300 Millionen, dann besser. Oh, Gladbach. Gladbach kämpft um die Champions League. Europa. Aber es sieht gut aus für den FCB. Der Sieg, somit Dortmund gewinnt. Dortmund braucht ja Schützehilfe. Dortmund braucht ja Schützehilfe von den. Weil sonst ist das die Saison für Dortmund. So muss man sagen, aber. Ja. Okay, am Ende der Saison war es ein bisschen durchwachsen. Wenn man nämlich so konstant mega super gespielt.
muss man so sagen, wie am Anfang der Saison nur, ne? So muss man sagen, ja. Ja. So, noch 8 Minuten auf der Uhr plus, Ding ist, sind noch 10 Minuten, Leute. Und dann bleiben der FC Bayern bei. Kann sein, dass wir die Meisterschaft gewinnen haben. Kann es passieren, dass mehr die Meisterschaft heute gewinnen? Oh gut, Dortmund macht alles, um die Spannung aufrecht zu lassen. Aber Schalke macht hilft halt Dortmund nicht. Jetzt muss man so sagen, Schalke hilft Dortmund heute nicht. Abseits, Junge. Ganz ruhig mit mir. Ein Spiel, ruhig das Spiel nachhauen. Jetzt sind es nur noch nicht mal lang. Und Bayern kriegt doch mal einen Elfmeter, wie es aussieht. Und Anton wird nee doch noch nicht vor der. Müsste glaube ich vor der vor dem Strafraum sein, Leute. Oh, knapp vor der Strafraumgrenze. Schalke wissen, ist das Spiel entschieden. Absteigen, bei uns wird Schalke hier in der Liga nicht. So, sozusagen, ja, werden wir gleich sehen, wie wir fallen. Ob man die Meisterschaft. Nein, es sieht doch noch nicht aus, als wir die Meisterschaft gewonnen haben. Ne? Sieht doch nicht genau. Es sieht doch nicht so danach aus, als wir die Meisterschaft gewonnen haben. Ne? Es wird noch eine Woche dauern, Leute. Noch eine Woche wird es dauern. Eine Woche wird es noch dauern, Leute. Dafür. Genau, eine Woche wird es noch sich dauern. Nächste Woche, oder dann, wenn ja, beim nächsten Heimspiel, dann werden wir Meister, denke ich. Dann werden wir Meister, denke ich. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Dass wir einfach das Tor gemacht haben, ja, dass wir das Tor gemacht haben. Eine Chance rausgemacht, nicht alle genützt, aber die man nützen konnte, haben mal reingezimmert, Leute. Ja, das ist komisch, das wird immer mit wir geredet.
ehrlich gesagt nicht. Nein. Wenn du ein bisschen Schale gebittet, bitte drücken, Leute. Schale 100 drücken, ja. Danke für das Gespräch. Ja, Meister Simmers bei den Weltmeisters in nächster Woche leider, aber okay. So ist halt gut. Und jetzt holen wir uns den DFB-Pokal-Finaleinzug, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Hoffenheim im DFB-Pokal-Halbfinale spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dem.